Heute geht's um, wie kann man seinen Laptop so lang wie möglich betreiben. Wollen wir es mal so ausdrücken, ne? So, wir fangen ganz normal an. Und zwar ganz normal mit Netzstrom. Hier steht 65 Watt. Ich habe den jetzt so aufgebaut, wie er auch ausgeliefert wird. Und mal schauen, ob der auch wirklich so viel zieht. Ja, hier bei den Messgeräten ist noch interessant, da kann man hier in dem mittleren Teil auch hin und her schalten und dann, genau das hier hat man ja vorhin gehabt, da steht dann nämlich hier von Power Factor, ne? Das ist irgendwie die Phasenverschiebung. Ich weiß nicht ganz genau, ob man das in Prozent gleichsetzen kann, also wenn hier 1,00 steht, ist das 100% und wenn nur noch 0,5 drauf steht, sollte es dann 50% sein. Naja, ihr könnt mir ja dazu gerne mal ein bisschen was schreiben. Na, jetzt erstmal gucken, wie viel unser Laptop hier zieht. Im Standby. Ach nee, er lädt jetzt schon. Ah, 42 Watt. Und mein Laptop ist noch gar nicht an. Naja, ist ja ganz klar, Akku ist drin, ne? Und ja, hier ist das Ladelämpchen. Na, mal gucken, wie es unter Last aussieht. Ja. Da kommt er schon an die 60 Watt gut ran. Okay. Ja, also mit Akku drin und 220 Volt Strom und dieses Netzteil ist es ja, ne? Also das macht dann von 220 Volt unsere, wie viel braucht er eigentlich hier? 18,5 Volt Output bei 3,5 Ampere. Naja gut, mal schauen, wie wir das mit Batteriebetrieb hinbekommen. Der Akku scheint jetzt langsam voll zu werden. Die ganze Zeit hat er 44 Watt gezogen. Jetzt fällt er langsam runter auf 30 Watt. Aber unser Netzteil ist schon ein bisschen wärmer als die Außentemperatur. Ja, ich habe es gerade dran gemacht. Ne? Ich bin mal gespannt, wo es hinsteigt. Ich meine, na gut, wenn jetzt keine 44 mehr Watt mehr, hier ist nur noch 23 Watt. Also jetzt müsste Batterie 29 Watt. Jetzt müsste die Batterie langsam voll werden. Lassen wir es hier mal auf den kleinsten Wert runterkommen, ne? Und dann wollen wir unseren Laptop nochmal einschalten. Na, endlich ist es geschafft. Da pendelt jetzt immer so zwischen 8 und 9 Volt hin und her. Unser Netzteil hat sich beruhigt auf 38 Grad Celsius. Hey Kollege, ein bisschen Temperatur, aber sonst alles okay, wa? Gut. Also, Laptop einschalten. Laptop rennt. Und Laptop zieht dann mit vollem Akku 32 Watt geht's hoch. Ne? Er ist wieder runtergefahren und na, merken wir uns mal so 6,5, 7 Watt. Ne? Und jetzt nehmen wir den Laptop-Akku mal heraus. Laptop-Akku draußen und das Messgerät zeigt 0,5 Watt an. Ne? Also allein so 6, 7 Watt braucht unser Netzteil, wenn ich es jetzt so interpretiere, um andauernd zu gucken, ob der Akku geladen werden muss oder nicht. Ne? Kann man das so interpretieren? Ich denke mal schon. So, und die dürften ja jetzt normalerweise beim Betrieb auch fehlen, ne? Ich fahre mal hoch. Jawohl, Tatsache. Jetzt kommt er hier mit 22, 23 Watt maximal aus, ne? Powerfaktor 0,40.
25,5 Watt maximal. Also kann man unter Volllast so von 26, 27 Watt ausgehen. Gut. Kann die Umrüstung auf Batteriebetrieb beginnen, wa? Unser Netzteil ist im Gegensatz zu vorhin, da war es bei 45, 46 Grad. Wenn aus Versehen noch irgendwas drauf liegt oder das schlechte Belüftung hat, schnell über 50, fast 60 Grad dann. Und bei dem Betrieb jetzt, ne, mit seinen 20 Watt, 20, 25 Watt, ist es ja so warm wie meine Hand. Tja, das was jetzt kommt, müsst ihr dann zu Hause auf eigene Verantwortung machen. Ne? Ich habe mir hier nämlich an mein Verbindungskabel an den Laptop. Als erstes habe ich gar nicht mal schlecht geguckt, weil hier sind drei Anschlüsse, so wie es aussieht. Ne? Hier ist einer, dann, ich glaube, der Innenpol ist der andere. Und hier in der Mitte ist noch so ein Nupsi-Ding. Ne? Da habe ich dann mal geguckt und recherchiert und habe dann gesagt bekommen im Internet, dass das die Erkennung ist, ob ein Akku drin ist oder nicht. Da habe ich mir gedacht, na gut, okay. Wenn du das mit Batterie betreiben willst, ne, das ist so eine 12 Volt G-Batterie, wenn du das mit Batterie betreiben willst, brauchst du ja einen Akku sowieso nicht. Na, ist ja dann irgendwie sinnlos. Ne? Kann man da immer so 6-7 Watt sparen, wie wir es gerade gesehen haben. Also habe ich nur die zwei fetten Kabel hier drin, ne, durchgeleitet. Und die gehen dann hier an diesen DC-DC-Konverter, heißen die Dinger. Ne, da gibt es welche, die geringere Spannungen machen als 12 Volt. Und es gibt auch sogenannte, das hier ist dann Step-Up-Konverter. Ne, also, naja, Englisch halt, ne, so ein Hochsteige. Ein Hochsteige. Konverter. Ja, der macht dann nämlich bis zu 24 Volt draus. Und dann kann man hier schön einstellen und wie wir hier vorne drauf, halt, wo haben wir es denn? Nee, hier auf dem Laptop-Akku gucken hat irgendwie keinen Sinn, ne? Weil ich glaube, der hat nur 10,8 Volt. Der Laptop-Akku hat 10,8 Volt. Ich muss aber hier vom Netzteil her mit 19 Volt reingehen. Kapiere ich nicht so ganz, aber okay. Ja, wir brauchen ja die Spannung, die von dem Netzteil kommt. Und die ist bei 18,5 Volt, steht hier Output, ne? 3,5 Ampere. Hm, hier haben sie gesagt, dass das Teil 80 Watt bringt. Und 3,3 Ampere. Ach nee, 4 Ampere bis 19 Volt und 20 Volt. Und genau, 3,3 Ampere. 24 und 22 Volt. Also sind wir gut dabei, denke ich. Das müsste auf alle Fälle klappen. Nur wie lang ist halt die Frage. Ne? Es ist geschafft. Das eine Pluskabel hängt jetzt drin. Und er zeigt mir hier 1,4 Ampere an bei 19 Volt. Hier hat er 2,4 Ampere bei 11,6 Volt. Ja, ich rechne dann mal ein bisschen. Habe ich es doch glatt verpasst. Jetzt haben wir es 19.33 Uhr. Er war jetzt gerade ausgegangen. Ne, ich habe ihn jetzt gerade nochmal angeschalten. Ja, da wird er wahrscheinlich dann unterhalb von 10,5 abschalten. Unterhalb von 10,5 Volt. Naja, immerhin bis jetzt 9,8 Amperestunden rausgezogen. Aus der 12 Amperestunden Batterie. Ist so schon gar nicht mal so verkehrt. Haben wir uns drei Batterien, also drei identische Batterien hergestellt. Ah, jetzt fehlt mir gerade die Seite, wo keine Beschriftung ist. Hier drüben ist eigentlich die Beschriftung. Und die sind jetzt so konfiguriert, bei Dr. Peter Lindemann ist das vorgestellt worden und ich glaube auch auf dem Tesla. Also Tesla hat dazu, glaube ich, hat ein Patent angemeldet. Jedenfalls bis zu Teslas Zeiten geht es zurück. Ist schon ziemlich lange dokumentiert, dieses Phänomen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so richtig angeschlossen habe. Ich habe es einfach mal aus dem, ne, so wie es ich logisch machen würde. Und zwar ist jetzt hier meine leere Batterie. Ne, das ist die Batterie, die wir gerade die ganze Zeit leer gezogen haben. Müsste noch so bei 11,7 Volt sein oder so. Oder 12,0 irgendwas. Und die zwei sind voll. Ne? Die zeigen von den Volt her, ich glaube die 12,85 und die auch um die 12,80, 90 an. Die zwei sind in Reihe miteinander zusammengeschalten, die vollen, ne? So dass wir hier zwischen da und da 24 Volt hätten. So, und jetzt gehen wir hier, schalten wir mit einem Minus
unsere leere Batterie mit ran. Und dann wird aus diesem Plus der Minus für unser Gerät, was wir jetzt betreiben wollen. Das ist jetzt hier der Minus. Und hier haben wir nämlich unseren eigentlich Plus. Also ihr könnt euch natürlich logisch überlegen, wer hier 24 Volt Potenzial hat und hier 12 Volt Potenzial, dann hat man hier einen Potenzialunterschied von genau 12 Volt. Da hat man hier Plus und hier dann Minus. So, und genauso schalten wir es jetzt mal an. Jetzt muss ich erstmal den hier nochmal runterfahren. Ich ex dich jetzt mal. Geext. Gott, der Minus hängt dran und der Plus kommt jetzt dran. So, unser Teil geht an. Sind wir jetzt bei 13,8 Volt. Aha. Na klar, die war ja leer gewesen. Ne? Ha, haben wir erstmal als 12 Volt. Das schon mal als erstes. So, und mal gucken, wie viele Amperestunden wir jetzt raussaugen können. Wie spät haben wir es eigentlich? Nochmal Referenzzeit. 20.29 Uhr. Also 20.29 Uhr geht dann der 3-Battery-Switch, glaube ich. So heißt es. Ne? Also da irgendwie könnte ich mir dann einen Schalter ranbauen und eine von den beiden wird es ja dann irgendwie leer zutschen. Mal schauen, welche das sein wird. Die andere wird halbwegs so auf dem Level bleiben, so erwarte ich das. Ja, dann kann man so hin und her wechseln und mal schauen, wie lange man dann hinkommt. Und ich habe mich heute schon gewundert, warum ich so aktiv bin. Ja, bei dem Riesenmond, kein Wunder, wa? Das sieht ja komisch aus. Es ist nur noch bei 11,8, 11,9. Gut, zugegeben, ich habe es ganz schön rumhantiert und habe den Film hier gestartet. Also hat jetzt ungefähr 10 Watt mehr Last bekommen, 20.34 Uhr haben wir es. Ja, aber wenn das so weitergeht, funktioniert das nicht so, wie ich mir das hier gedacht habe. Da muss ich die Kombination dann irgendwie nochmal anders machen. Da muss ich dann nochmal genau nachgucken, wie das eigentlich gewesen ist. Das sieht nicht gut aus. Gleich schaltet er aus. 10.24. Abschreckung auf unserer Seite. Sie sprechen natürlich von Dr. Manhattan. Sogar bei 9 Volt läuft er noch. Er ist 10, jetzt geht's wieder hoch. Komisch. So, das war jetzt doch zu viel für ihn gewesen. Also die Konstellation hat nicht lang gehalten. Also auf der einen Seite die leere Batterie und hier drüben die zwei vollen. Ich schaue jetzt nochmal nach, wie es eigentlich sein soll. Nachdem das mit den drei Batterien jetzt nicht funktioniert hat, bin ich jetzt doch dann dazu übergegangen, mir Gedanken zu machen, warum das denn nicht funktioniert hat. Ich habe im Internet gesucht und hab da nichts so Richtiges gefunden. Also jetzt nicht mehr. Ne? Vor ein paar Jahren war es dann leichter, besser was dazu zu finden. Hab hin und her gerätselt. Ja, dann hat mich Action for Free besucht. Und hat mich gefragt, ja, was hast du denn da wieder gemacht? Ne? Ich dachte, naja, hier diesen 3-Battery-Switch nach Dr. Peter Lindemann. Ne? Und hab meinen Laptop damit betrieben. Dann hab ich gesagt, was, hast du ein Schaltnetzteil rangemacht? Ich dachte, Hab gemeint, Thorsten, Gleichstrommotor. Ach, ja klar, Gleichstrommotor. Tja, na klar, ne? Mit Schaltnetzteilen soll das angeblich nichts werden. Das ist ein 36 Volt bei 1000 Watt und 3000 Umdrehungen macht bei 36 Volt. Hab den dann mit 24 Volt laufen lassen, dass er ungefähr so auf 2000 Umdrehungen kommt. Ne? So, ich glaube 1600, 1700 waren es, dass ich jedenfalls über die Nenndrehzahl von dem Drehstrommotor dann komme, ne? Der andere hat 1500 gehabt, also hätte ich so 1600, 1700 gebraucht, hat funktioniert und wir haben hier am Ausgang, hatte ich dann gemessen, 260 Volt. Ne? Ich meine, damit rechnet man ja. Das ist ja eigentlich ganz normal. Da ich ja aber keine 3 24 Volt Batterien da habe, drei gleiche, sondern nur 3 12 Volt Batterien, musste ich mir was einfallen lassen. Ne? Ja, da habe ich dann nämlich den hier rangebaut und der hat laut Leistungsschild 180 Watt und 905 Umdrehungen. Das ist also ein
sechspoliger, ne? Glaube ich ja. Sechs Pole müsste der dann haben. Und dann würden ja für meinen Antriebsmotor ungefähr 12 Volt reichen. Ne? Dann wäre ich bei 12 Volt ungefähr bei 1000 Umdrehungen. Bin auf alle Fälle über den 900 Umdrehungen, aber nicht so viel über den 900 Umdrehungen. Na, ich hatte es auch schon mal probiert, wo der dann mit 1400 Umdrehungen gefahren wurde, hat es nicht mehr funktioniert. Und habe dann die drei, ich glaube vier Mikrofarad-Kondensatoren sind, wenn ich mich nicht irre. Ja, 4 μF, ne, 400, 450 Volt. Die habe ich in dieser Manier hier im Dreieck zusammengeschalten, ne, und die Enden vom Dreieck einmal hier auf die, aufs Klemmbrett drauf geführt, dass ich im Stern geschalten habe. Ne, hier die Brücke im Stern drin. Und die anderen Enden gehen dann hier auf eine Gleichrichterbrücke. Eine 6-Wege-Gleichrichterbrücke, eine B6U nennt die sich. Also mal so aufklamüsert. Und hier unten kommt dann mein Plus und mein Minus raus. Ne? So gleichspannungsmäßig. Ja, also saß ich da und habe halt damit gerechnet, so maximal 380 Volt werden vielleicht rauskommen, 260, so wie das letzte Mal. Ne? Davon bin ich schon ungefähr ausgegangen und wollte damit so ein paar Lämpchen leuchten lassen, um dann zu gucken, wie lange mein Battery Switch funktioniert. Ja, und wie es dann immer so ist, tja, Moment. Läuft. Das sind Volt, ne? 533, 532 Volt. Aha. Muss ich wahrscheinlich mal ein bisschen Last abnehmen, wa? Gut, erstmal wieder ausschalten. Machen wir den Testaufbau erstmal so hier. So, was haben wir? 12.58. Okay, na denn. Go. Das kannst du ja voll knicken. Lieber wieder 4er Battery Switch, oder? Das ist mit der 3er Anordnung nach Lindemann hier. Da hatte ich ganz andere Sachen erwartet. Komisch. Und wie es immer so ist, wir wollen ein was zeigen, das funktioniert überhaupt nicht, dafür kommen andere Sachen raus. So, meine Kupplung ist jetzt wieder etwas lockerer als vorher, ne? Also hier vorne, das hat sich schon richtig wieder schön gelöst, geht aber trotzdem noch. Ja, besser als die ganze Zeit. Die ganze Zeit hat er so um die 6, 7 Ampere gezogen. Hat hier immer schön wellenartig, will man mal sagen, ne, ist Licht rausgepoltert. Das ist eine 8 Watt Lampe. Und ja, dann gucken wir nochmal. Hier vorne mit 12 Volt. Er zieht so 30,9 Watt, ne? 2,5 Ampere. Noch einen feinen Schlupf und die brennt ordentlich. So, jetzt wollen wir die mal abklemmen. Ist abgeklemmt. Ne? Und wir ziehen immer noch 29,6 Watt, ne? 29,6, 28. So, 30. Mal gucken, wenn wir die 8 Watt jetzt, 8 Watt Lampe wieder anschließen. Schließen wir wieder an. Und immer noch 28,4. Also egal, ob ich die Lampe hier anschließe oder nicht, hier meine Kondensatoren, er geht hier in der Last nicht höher. Ich weiß nicht ganz genau, ob das mit meiner Schlupfkupplung hier zusammenhängt, aber ich kann es nochmal machen, abmachen, tut sich nichts. 29,5 Watt, 2,4 Ampere Stromaufnahme bei dem. So, hängen wir es nochmal ran. So, hängt dran. Leuchtet.
machen wir nochmal in 20,5 Watt? Ja, was machen wir daraus jetzt wieder? Selbst mit zwei Lampen dran, ne? Ob das die parallel mit der zusammengeschalten? Selbst die zwei Lampen da dran. Geht hier nicht mehr. Na, wie gesagt, kann natürlich an der Schlupfkupplung liegen, ne? Trotzdem. Trotzdem müssen wir da doch irgendwas hören unter Last. Nee, ne? Tür ist aus. An. Hört man gar nichts. Da sind sie jetzt aufgebaut. Hier vorne, dieses komische Ding da, ist mein Umschalter. Ja, also der schaltet dann von der Batterie. Ja, lass mal erstmal die Sirene gehen. Ja, er schaltet dann die Batterie auf die Batterie. Also zuerst läuft unser Motor von der Batterie, ne? Dann von der Batterie, dann von der Batterie, dann von der Batterie. Und dann geht das Spiel wieder von vorn los. Hier hinten ist dann so ein Stufenschalter dran. Da kommen dann die vier Kabel raus und so kann man die dann ganz einfach miteinander verknüpfen. Und diese, das war so ein Airwick Lufterfrischer Dingsbums. Das kann man sich schön umbasteln, wenn man da ein bisschen sich Gedanken macht. Hier vorne ist bei mir nicht ganz so optimal, da müssten größere Magneten drauf, weil er bei mir immer noch umschwingt, also zu weit schwingt. Ihr seht es dann gleich, momentan die Batterie hat 13,2 Volt. Schalten wir um. Ja, siehst du. Jetzt hängt er mittendrin hier, das soll er nämlich gar nicht. Da haben wir 0. Jetzt hat er sich eingehakt, aber sollte normalerweise noch ein bisschen zurück. Ja, also noch nicht ganz optimal das Teil, aber für unseren Versuch hier dürfte es funktionieren. So, da suchen wir uns mal eine Batterie raus, die richtig schön voll ist. Passt, die Batterie nehmen wir jetzt, 13,20 Volt. Eine so eine Batterie haben wir ja mit unserem Laptop-Test mitbekommen, kann ungefähr 9,8 Amperestunden rauspoltern. Wenn man das jetzt mal 4 nehmen würde, ne, wären wir ungefähr bei, gut, nehmen wir mal 10 Amperestunden, bei 40 Amperestunden. Ne. Dann müsste ich jetzt 20 Stunden laufen lassen, das ist mir ein bisschen heavy. Probieren es trotzdem mal. So, geht's los. Hält tapfer durch. Die Kupplung ist schon fast gar nicht mehr da. Trotzdem reißt er den Rotor immer noch ein bisschen mit. 0,7 Ampere momentan und 1,3 Amperestunden haben wir rausgezogen. Ich habe währenddessen schon einmal umgeschalten. Die eine gegenüberliegende Batterie, also wir ziehen jetzt aus der Batterie und die gegenüberliegende wird ja immer geladen. Ich glaube, die ist auch schon wieder bei 13,3 Volt. Ach, eine Entdeckung gehen hier. So. Ich glaube, jetzt ist die Kupplung ganz gelöst. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Na gut. Und jetzt wieder auch nur noch 1,5 Ampere. Ich glaube, da muss ich mir erstmal mit der Kupplung irgendwas einfallen lassen. Oder soll ich so weiterlaufen lassen? Mal schauen. Ja, denn auf zur Runde 2. Mit schönem Gewitter. Boah, krass. Also, bevor ich das jetzt schön aufbaue als Demonstrationsmaschine, möchte ich mal noch einen wichtigen kleinen Punkt erläutern, der für mich ziemlich wichtig war, den ich gebraucht habe, um das rauszufinden. Und zwar, wenn wir jetzt hier am Ausgang von diesen drei in Dreieck geschalteten Kondensatoren diese 6-Wege-Brücke Gleichrichtung dran hat und hier dann 2 oder 400 Volt Elkos in Reihe schaltet, habe ich bemerkt, da kann man, also in den Kondensatoren sollten immer so mindestens 50, 60 Volt sein. Ne? Also wenn da irgendwie nur 2, 3 Volt drin sind, dann braucht er hier übelst lang, um sich zu erregen.
Und wenn hier 50, 60 Volt drauf sind, dann geht die Erregung hier ratzfatz. Ja, habe ich mir gedacht, na gut, okay. 50, 60 Volt hier drauf, mehr brauchen wir ja dann eigentlich gar nicht. Und die ganzen restlichen Volt könnten wir ja rausleiten auf eine Lampe. Ne? Ja, da habe ich halt ein bisschen hin und her überlegt, wie ich es halt so mache. Und bin dann hier auf meine 10er-Dioden gekommen, habe mir hier so ein ganzes Päckchen mit 10er-Dioden zusammen getüdelt. Ne? Eine 10er-Diode hat da 12 Volt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also addieren kann man es natürlich nicht, ne? Aber ich habe so gedacht, gut, bei 8 ist vielleicht so 50 Volt ungefähr, müsste schon passen. Und alles, was überhalb von 50 Volt ist, leuchtet die Lampe dann. Ja, das hat auch gut funktioniert. Ja, wieso das Ganze jetzt? Weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Nur mal so zum Verständnis, ne? Dass hier immer dann 50 Volt drin sein sollten, dass der sich richtig anschaukelt. Gut, so, und jetzt wird alles schön gemacht. Bis gleich. Und? Wird das diesmal was? Hört sich so an. 1 wie Kabel noch anschließen, dann geht's los. Ja. Und zwar haben wir da einmal eine 18 Watt, 220 Volt und 18 Watt steht hier drauf. Man kann es schlecht erkennen. Vielleicht so hier ein bisschen mehr. Doch, hier 18 Watt, ne? So, das ist eine Kühlschranklampe hier drüben. Die hat 10 Watt. Und das ist eine aus der Mikrowelle. Ja, keine Ahnung, aber ich rechne auch mal so mit 10 Watt. Das haben wir ja 18 Watt und 10 Watt und 10 Watt sind wir bei 38 Watt. Ne? Hier haben wir 8 Watt und 8 Watt sind wir bei 16 Watt. Wie viel hat man hier gehabt? 38, ne? 38 und 16. Ja, sind wir auf alle so 40, 50 Watt ungefähr. Ne? So, ich rechne damit, dass das Teil hier einen Wirkungsgrad bei der Voltzahl von 60% hat ungefähr. Ne? Das Teil soll dann wiederum auch nur einen Wirkungsgrad von 60% haben. Also müssten, wenn hier 60% flöten gehen, wenn wir meinetwegen 50 Watt reinstecken, ne, 60 Watt kommen raus, 30 Watt an Leistung kommen vorne raus. Hier nochmal haben wir 30 Watt, wieder 60% davon haben wir noch 20 Watt. Noch 20 Watt, die wir effektiv umsetzen könnten. Ne, gucken wir mal, ob das auch wirklich so ist. Die gehen schon gut. Und hier haben wir 55, 56 Watt. So, jetzt nehmen wir die erste Birne dazu. Erste Birne leuchtet, die 10 Watt Birne. 54, 53 Watt. Und jetzt die anderen zwei Birnen. Das war nicht gut. Ja, jetzt haben wir gewartet, bis Tag ist. Jetzt haben wir nur noch zwei Lämpchen. Ah, macht nichts, mit der dritten hat sowieso nicht funktioniert, mal ganz davon abgesehen. Ja. Ah, typisch Miet. Immer draußen auf dem Fenster rumkrabbeln. Naja, gut, okay. Wollen wir so mal versuchen, nicht zu erschrecken. Das Messgerät ist... Ich habe mich vorhin übrigens vertan, ne? Also das ist ja die nebenliegende Batterie, also mit der Batterie fahren wir. Und das ist die nebenliegende Batterie und die wird geladen. Ne? Gerade mal nochmal kurz angemacht, um zu gucken, ob es geht. Die sinkt jetzt wieder runter auf 1280, 1281. Ja, ne? SAR-Switch. Dann auf ein neues, würde ich sagen. Das ist noch die Voltzahl auf den Kondensatoren hier. Können wir schon mal ein bisschen entladen. Ja, noch ein bisschen, dann nehmen wir die kleine. So, gut. Wir wollen ja sehen, wie er in der Last fällt, ne? Gut, na denn, wir starten. Ja, die leuchten immer noch schön nach hier. Ne, die sind am Eingang vom... was heißt Eingang, ne? Also der ist im Plus drin und der ist im Minus drin. Mehr ist es nicht. Und dann Gleichrichterbrücken auf der Sekundärseite, die auf den Kondi gehen. So, jetzt geht's aber los. So, wir ziehen jetzt 44 Watt. Jetzt nehmen wir
Nehmen wir, ja, können wir schon mal die große reinnehmen, ne? Wir nehmen die große rein und ziehen 33 Watt. Müssen aber fairerweise dazu sagen, die Lampen sind ein bisschen dunkler geworden und auch die Lampe leuchtet nicht mit voller Leuchtstärke. Ne? Ihr seht hier, die leuchtet mit 112 Volt gerade mal. Ah, ich glaube, er kackt ab. Ja, ich glaube, die 18 Watt hier schafft er doch nicht. Hey. Ja, mal gucken, wann er abreißt. Die werden immer dunkler hier. Also 10 Watt reichen auf der Seite, würde ich sagen. Gut, lassen wir es wieder hochfahren. Die kriegen wieder ordentlichere Leuchtstärke. Und welcher war das jetzt? Jawohl, der kleine ist es. So, jetzt nehmen wir die kleine. Und auch hier kackt er ab. Gar nicht gut. 24 Watt. So, jetzt aber wirklich. Mal hochfahren. Die ist schon bei 14,3 Volt, die Batterie. Da muss er das noch hindrücken hier. Ja, ich glaube, wir nehmen dann mal die andere Batterie, bevor sie mir platzt. Gut, einmal das Rad weitergedreht, weiter geht's. Geht nicht. Jetzt geht's. Jawohl, und jetzt geht das hier auch. 52. 51 Watt. Jetzt nehmen wir die kleine dazu. Sinkt hier auch nonstop. Also kann nicht gehalten werden. Wenn ich es loslasse, regt sich es wieder. Kann ich auch im Tastbetrieb dann reingehen. Ja gut, aber die sind schon überhell hier. Ja, das wird richtig vollgepumpt. Testen von Batterien. Tja, wie beenden wir das Video jetzt? Dass doch noch irgendwas Schönes dabei rauskommt. Na gut, das Schöne dabei haben wir ja währenddessen schon gesehen. Ob es jetzt im Endeffekt dann wirklich so schön ist, muss man mal gucken. Weil es ist ja ein sechspoliger Motor. Ne? Und bei den sechspoligen, die haben so eine kleine Eigenheit. Oder bei den höherpoligen als vierpolige, ne? Die, wenn man die im Leerlauf anschließt, haben die eine verhältnismäßig hohe Stromaufnahme. Ne? Da denkt man zuerst, huch, du hast ihn falsch gewickelt. Ja, und dann erst, wenn er unter Last kommt, ne? Sinkt er dann manchmal in seine richtige Stromaufnahme rein. Nicht, dass wir hier sowas Ähnliches haben. Also, Fakt ist jedenfalls, an der Gleichrichterbrücke irgendwas direkt wegnehmen hat kurz einen Sinn, aber auf lange Frist überhaupt nicht. Das zieht es dann leer und nimmt dann die Grundspannung von diesen Kondensatoren weg, sodass das hier drin nochmal hin und her pendeln kann. Also, die Idee war nicht so glorreich gewesen. Bleibt dieses Phänomen noch, ne? So. 45, 44, 43 Watt. So eine Lampe hat 8 Watt.
Ne, die leuchtet jetzt auch, ja, die leuchtet ordentlich hell. So, jetzt nehmen wir mal eine weg. Eine ist weg. Wir sind bei 39, 38 Watt, ne? Ja. So, jetzt nehmen wir sie wieder dazu. Dann sind wir bei 37 Watt, 36 Watt. Ja. Ist das jetzt die Eigenheit von diesen, in Reihe sozusagen, jetzt sind sie in Reihe geschalten, nehme ich mit der Anzapfung wieder rein. Also in Reihe, 32 Watt, jetzt nehme ich sie wieder mit rein. Tja, ja, also, Ich sag mal, na ja, komisch auf alle Fälle.